Der Hauptpunkt vom Schimmelreiter ist, dass es ein Stück ist über das Scheitern einer wundervollen Idee. Einer Idee, die den Menschen nutzen soll. Und das scheint ja erstmal ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch ist eigentlich der große Motor dieser Tragödie, dass man sich fragen muss, wieso ist es nicht möglich, dass eine gute Sache Gestalt annimmt. Da ist der Hauke Hain, das ist der Sohn eines Kleinbauern, der wiederum ein Außenseiter ist in einer Dorfgemeinschaft. Also im Grunde ein Autodidakt, der sich mit Hilfe eines Vaters, der sich um seine Bildung etwas kümmert, dahin entwickelt, dass er sich unglaublich für Ingenieurswesen interessiert, Landvermessung. Endlich, als schon die Pfingstglocken durch das Land läuten. Und der Junge hat dann von früh auf ein ganz besonderes Verhältnis zum Meer, eine Kraft, die er immer als Gegner begreift. Und der hat den Traum, dass es schafft, eben diese Kraft, diese Naturgewalt zu bezwingen. Unablässig fuhren die Sturzkarren von dem Vorland der Adidas-Linie, um den geholten Kleidung abzustürzen. Jetzt ist das Problem, dass er nicht damit rechnet, dass Menschen auch noch andere Probleme haben, als in totaler Verausgabung ihrer Kräfte oder auch materiellen Mittel sich diesem Projekt einfach so widmen zu können. Es sind arme Leute, die permanent damit beschäftigt sind, ihr Überleben zu sichern. Die müssen gucken, dass sie ihr Vieh versorgen oder ihre Felder bestellen. Und er verlangt ihnen sozusagen den Pyramidenbau ab. Ja, dass er sagt, da muss dieses riesige neue Monument geschaffen werden, dem sich alle zu verpflichten und zu opfern haben. Wie ich schon sagte, das finde ich sehr stark im Zentrum natürlich die Auseinandersetzungen der einzelnen Leute oder Parteien. Und da ist natürlich schön, wenn man so eine Plattform hat, auf der die ausgetragen werden können. Und da bot sich an, dass wir eben den Fokus nochmal ziehen auf der Bühne, eben durch unsere Erzählkiste. Mitten in der Bühne steht eine große Erzählkiste. Und schrien ihre Befehle durch Wind und Wetter. Weiter, weiter, weiter! Dazwischen. Das hat zusätzlich noch einen Vorteil, dass man eine Ahnung kriegt von dieser Deichlandschaft, wie sie eben herkömmlich besteht. Das sind diese steilen Wände, die einen wie Mauern umgeben. Und dann wird eben zum Zeitpunkt des Deichbaus in der Geschichte eine dieser großen Wände gekippt, wodurch versinnbildlicht wird, wie die neue Bauweise der Deiche Einzug hält. Niemand von den Lebenden